Heute mal ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, wobei das stimmt nicht. Es liegt mir eher am Gaumen. Ja? Zucker. Übles Zeug, überall drin, macht süchtig, aber es ist einfach lecker. Und ich sehe viele, die hier gucken und denken, ah, hätte ich auch gerne. Ja? Ja. Oder Tobi? Ja, aber Christoph, Zucker ist doch eigentlich nur schädlich, wenn man es in zu hohen Dosen zu sich nimmt, oder? Ja, das Problem ist, wir nehmen es in zu hohen Dosen zu uns. Ach echt? Das ja. Wusste ich gar nicht. Wollen mal probieren Sie, hier, nehmen Sie doch mal. Wussten Sie, wie viel Zucker jeder von uns im Jahr zu sich nimmt? Ich habe da mal was vorbereitet, ja. Ja, das ist noch nicht alles, Freunde. Da kommt noch ein bisschen was dazu. Ja? Seht mal, das ist das, was wir im Jahr, jeder von uns, im Durchschnitt zu sich nimmt. 44 Kilo! Wussten Sie, dass ich seit Oktober keinen Zucker mehr esse? Und das klappt richtig gut. Mir fehlt nichts. Aber Micha, irgendwann müssen wir doch eh alle sterben. Also ich würde sagen, zur Not rauchen wir die Marshmallows einfach. Ja, vielen Dank, Leute. Zucker ist Hitler oder Putin für die Kids von heute, die nicht mehr wissen, wer Hitler war. Wir haben Angst vor Terror, Krieg, Pandemien, aber vergessen, wie gefährlich Cola und Kuchen sind. Und die Folgen sind krass. In Deutschland gelten 15% der Kinder und etwa 60% der Erwachsenen als zu dick. An Diabetes mellitus Typ 2 leiden in Deutschland bereits mehr als 8 Millionen Menschen. Jährlich verlieren Tausende ihr Augenlicht, ja? Karies, ja? 40.000 Menschen. Jetzt fällt hier schon, oh Gott, jetzt fällen die ersten von der Bank, Leute, da. Etwa 40.000 Menschen müssen Zehen, Füße oder Beine amputiert werden, weil die nicht mehr genügend durchblutet werden. Allein die Folgekosten durch Adipositas betragen in Deutschland Schätzungen zufolge etwa 63 Milliarden Euro pro Jahr. Und natürlich sagt die Zuckerindustrie, dass das nichts mit dem Zuckerkonsum zu tun hat. Zucker ist inzwischen fast überall drin. Neulich hatte ich eine Packung Salz, Zutat Zucker. Nein, nein, das war Quatsch, Leute. Ja, aber selbst im Salzgepäck ist Zucker drin. Und um das zu verschleiern, dass Zucker drin ist, hat die Zuckermafia dem verschiedensten Namen gegeben. Gucken Sie mal, was überall drauf steht. Suchen Sie was auf, wenn Sie auf Zucker verzichten wollen. Nehmen Sie halt Malzextrakt, ja, Stärkesirup, Honig, Zuckerrübensirup oder Maltodextrin. Hm? Wusstet ihr, dass ich seit Oktober keinen Zucker mehr esse? Das ist ein tolles Gefühl. Mir fehlt nichts. Ja. So, wer will denn jetzt noch mal hier? Hallo? Noch jemand ohne? Zucker, Leute, ist gut. Ja, bitte, Ruhe im Saal. Es gibt so gut wie keinen Feiertag, der sich nicht um Zucker dreht. Weihnachten, Geburtstag, Ostern, Karneval. Ja, und da das noch zu wenig war, hat man auch noch Halloween aus den USA importiert, um nach dem Eisverkauf im Sommer, vor dem Advent, noch Süßes und Saures verkaufen zu können. Jetzt raten Sie mal hier im Saal, ihr dürft mitraten, wie viel Osterhasen zum Osterfest 2022 in Deutschland produziert worden sind. Allein in Deutschland. Im letzten Jahr. Jetzt ratet, komm, werf was rein. 2 Milliarden. 2 Milliarden? Ja, Alter, bist du wahnsinnig. 239 Millionen Hasen. Und da sind die Eier noch gar nicht dabei. Wusstet ihr, dass ich seit Oktober... Ja, bitte. Aber lecker, und lecker ist es schon. Ruhe im Saal. Und dabei ist es der Zuckermafia doch sehr trickreich gelungen, Zucker als etwas Positives zu verkaufen, oder? Zucker, das ist Genuss, das ist Belohnung, das ist Trost. Ja? Und auch einfach sehr, sehr, sehr lecker. Und Christoph, es ist auch Dank. Ja, vielen Dank für diese tollen Infos. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ja. Ja. Da kannst du mir auch gleich eine Schachtel Zigaretten oder eine Dose Strychnin schenken. Da. Ja? Und am besten fängt man bei den Kleinsten der Kleinen an. Hier, Quetschi, das kennen alle Eltern. Ja? Da tut man den Kindern ja auch was Gutes. Ja? Anstatt eine Packung Gummibärchen, einfach ein Plastikschlauch voll mit gesundem Obst. Ja? Ein Beutel enthält eine Menge von etwa 18 Gramm Zucker. Das entspricht 6 Würfelzuckerchen. Ja? Damit erreicht ein Quetschi fast die maximale empfohlene Tagesdosis Zucker für Kinder. Und in der Zuckerhölle ist die Fructose der Teufel persönlich. Fructose richtet den größten Schaden an. Und nicht, wenn man das Obst so isst. Ja, da sagt der Körper nach 2 Äpfeln und einer Birne, oh, genug. Bei Quetschis oder Smoothies, da hauen wir uns die Fructose von einem ganzen Obstkorb in wenigen Sekunden rein. Und besonders beliebt, ich bin noch gar nicht fertig hier, Energy Drinks. Jugendliche Kinder trinken das sehr gern.
Bei dem hier, glaubt ihr nicht, wie viel Stück Zucker? 26 Stück Zucker sind da drin. In einer einzigen Dose. Zucker ist ein Riesengeschäft. Besser als Bitcoin. Die Lebensmittelkonzerne haben in Deutschland mit Süßwaren und Snacks gut 20 Milliarden Euro umgesetzt. Da steht die Gesundheit der Bürgerin gegen das Wohlergehen der Lebensmittelindustrie. Und eins kann man feststellen, der Industrie geht es blendend. Und jetzt ist dieser Haudegen von Landwirtschaftsminister auf die Idee gekommen, sich nicht wie Frau Klöckner einstmals von Nestle Zucker in den Arsch blasen zu lassen. Deshalb freue ich mich, dass wir uns heute über die Philosophie von Nestle unterhalten haben. Nein, Cem Özdemir hat es gewagt, ein Werbeverbot für Süßigkeiten, die speziell an Kinder gerichtet sind, anzuregen. Und da sagen viele: Ich lasse mir doch nicht vorschreiben, was ich esse. 90% aller Lebensmittel und Getränke, die an Kinder vermarktet werden, enthalten zu viel Fett, Salz und Zucker. 90%. Verbote bringen nichts. Verbote führen dazu, dass man Lust auf das Verbotene bekommt. Ja, bitte. Also bei uns ist seit Jahren Rosenkohl verboten, aber es hat noch nicht dazu geführt. Bei Ihnen auch nicht. Bei Ihnen auch nicht. Und was heißt da, ich lasse mir nichts vorschreiben, was ich esse? Das ist doch längst so. Das Hauptproblem an Werbung ist ja, sie funktioniert. Kinder greifen einer Studie zufolge häufiger zu Softdrinks und süßen Speisen, wenn sie zuvor Werbung angeschaut haben. Das Jahresbudget der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung liegt bei 30 Millionen Euro. Das Budget der Lebensmittelindustrie für Marketing beträgt mehr als 3 Milliarden Euro. Habe ich schon erwähnt, dass ich seit Oktober keinen Zucker mehr zu mir nehme? Ja, bitte. Ja, danke. Das Schlimme ist, es stimmt bei ihm. Das ist ja das. Seit Jahrzehnten steckt die Zuckerlobby Milliarden in Desinformationskampagnen. Coca-Cola hat zwischen 2010 und 2015 allein in Deutschland knapp 7,5 Millionen Euro investiert, um sich als Förderer von Gesundheit und Bewegung zu präsentieren. Wir haben eine mächtige Industrie, die auf Kosten der Gesundheit von uns allen und da vor allem von Kindern Gewinne in Milliardenhöhe zu machen. Manche messen Schweine, andere Gänse, die Industrie mästet Kinder. Aber wir wären nicht die Mitternachtsspitzen, wenn wir nicht mit gutem Beispiel vorangehen würden. Das gesamte Team vor und hinter der Kamera hat deshalb beschlossen, die nächsten 4 Wochen bis zur nächsten Sendung auf Zucker zu verzichten. Kleine Information für Sie zu Hause. Das Publikum hat geklatscht und die Kameraleute sind schon auf dem Weg nach Hause. Vielen Dank. Hallo, wenn ihr mehr von den Mitternachtsspitzen sehen wollt, dann abonniert den Kanal oder drückt hier oder da oder hier. Oh nee.